Nummer 3, 2, 1 und hallo meine Freunde! Heute mal die erste Anmoderation von mir. Hi, ich bin der Furi und das ist der... Oh, hi, ich bin auch mal wieder dabei, so als Nebendarstellung heute machen. Nein. Mal da. Nee. Oh, ich habe heute mal die Initiative ergriffen und direkt mal so anmoderiert. Ja, Fury hat Bock. Nicht. Fury hat richtig Bock, man merkt das. Ich habe richtig Bock, ich will weitermachen. Vor allen Dingen, weil er seinen Willen bekommen hat und wir starten hier vor den Docks mit dem Mädel, was hier hingerannt ist. Ja. Ja, aber ist doch auch sinnvoll. Ansonsten müsste man zwei Cards machen. Weil ja, ich glaube nicht, dass man unseren Weg durch den Forest sehen will. Nee, nee. Oh mein Gott, ja. Zen Battleship Prototype Model 0245. Okay, gut, dass sie das weiß. Okay. Es war bestimmt vor ein paar Dekaden erst hergestellt und war niemals wirklich bereit für Reise, aber schau es dir an. Ich schau. Ist absolut amazing. Sie kann halt, nein, sie will nicht. Sie ist komplett. Okay. Oh, ah, da sie ist cute. Sie ist wirklich cute, muss ich sagen. Okay. Also. Okay, die steht auf dem Heli-Landeplatz. Hm? Ich finde die richtig süß, muss ich sagen. Ja, das ist so. Die ist halt gerade begeistert. War so richtig. Oh mein Gott, das ist. Where they would deploy Zen Aircrafts. Okay, hier die Zen Aircrafts. Ja, Runaway is too short for any plane to take off on. Also Helikopterlandeplatz, ja, okay. Super exciting, super mesmerizing, hypnotisierend. Oh, die ist richtig begeistert. Ja, die benimmt sich so, als wie ich dann früher, als ich erst mal für Gamescom war. Das müssen die Baracken sein, richtig. Sie ist also der Cargo Hold as well. Ich weiß nicht, was ein Cargo Hold ist. Das hatten wir in der ersten Folge schon mal. Ich muss immer machen. Ja. This suggested a member of Team Senna traded as cargo and not people. Okay, wahrscheinlich Laderaum als Fracht, dass die Leute als Fracht gesehen werden, die von Team Xen. Wie sowas. I'm just kidding. Sie meint das nicht ernst. Ich meine, vielleicht meine ich schon. Ich weiß nicht genau. Könnte vielleicht sein. Also, sie ist einfach total so super nervös und super aufgebracht. Einfach so glücklich und they could just be trying to compare things due to space limitations. Okay. Wenig Platz, blablabla, treated like cargo as well. Okay, one last place and then I'm done. Let's go to the highest point. Okay, dann möchte sie jetzt nur noch da, wo der Captain war. Oben. Was bekommen wir? Wir wissen, was wir bekommen. So. Der Lookout Tower, ja, blablablub. Wenn Schiffe näher dran sind oder so. Sehr begeistert, definitiv. Kriegen die überhaupt genug Geld? Okay, der kleine Adventure, also der kleine Ausflug war super schön und sie ist wirklich dankbar für die Zeit, die wir ihr gegeben haben, dass sie sich hier umschauen konnte und sie hat sich jetzt ein bisschen beruhigt, also denkt sie wird jetzt zurückgehen und you should come visit if you're ever in the area. Okay, und wir sollen sie besuchen kommen, wenn wir in der Nähe sind. Sie wird was für uns haben. Okay. Gut, das heißt, jetzt können wir eigentlich wieder zurückrennen. Ja, jetzt können wir zurückrennen. Das heißt... Toll, ja. Gleich wieder. Hat sich ja gelohnt. Gut, ja, bis gleich. Und da sind wir auch schon wieder. Bevor wir jetzt mal in die Stadt gehen, haben wir hier was gesehen. Und zwar Fukano. Wir haben halt Fukano gesehen. Und Fukano. Wenn das ein Event-Pokémon ist, haben will. Haben will. Definitiv haben will. Hallo, Fukano. Ich spreche es einfach. Was? Nix? Das growlt nur. Oh. Okay, so peaceful, serene und that. Glaub, they make... Ah, das Mädel oberhalb, das spricht über Fukano. Siehst du das Fukano da? Ist einfach bei ihrer Tür, irgendeine Türschwelle mal aufgetaucht und kommen jeden Tag hierher, um mit ihm zu spielen, aber sie ist eine arbeitende Frau und es ist irgendwie schwierig, ja, irgendwie Zeit zu finden und so. Ja, und das klingt doch schon mal sehr gut. Ja. If only I could find a trainer. Ja,
Schön. Ja, hallo, wir, hallo. Hallo, Fukano? Da, ah, nochmal ansprechen. Oh! Take Roller for a walk! Nein, wir können wieder mit ihm spielen! Nein! Wir können wieder mit ihm spielen! Oh, das ist toll. Growl. Das ist toll. Das ist toll. Das ist richtig toll. Ich liebe es. Ich liebe es einfach. Mann! Aber das müssen wir mal off-cam machen, das dauert zu lang, oder? Nein, das machen wir jetzt so ein bisschen. So ein bisschen können wir es jetzt machen. So, oh, play. Ein bisschen mit dem süßen Fukano. Mit dem Ball spielen, das ist so cool. Läuft das dir komplett durch den Wald hinterher? Nee, okay, wenn du linksrum rausgehst, folgt es dir nicht. Wenn du rechtsrum wieder reingehst, ja, ist es wieder da. Ja, wir testen mal eben alles aus. Oh, das hat mir die Hand geleckt, wo ich es gestreichelt habe. Oh. Ja. Ich würde halt jetzt gern irgendwie... Ah, okay, wenn du nach oben weggehst... Growlithe geht wieder. Oh. Voll sad. Aber ich will halt was anderes mit dem machen. Was haben wir denn noch so? Pet Growlithe. Play with Growlithe. Was haben wir noch? Ihnen einen Knochen geben. Was haben wir denn? Wir haben Knochen, oder? Wir haben Rare Bone, Big Club. Rare Bone, komm hier. Haben wir nicht. Ich habe keinen Rare Bone. Ich auch nicht. Habe ich noch einen Big Club? Das ist... Du weißt, was ein Sick Club ist? Ja, das ist die Knochenkeule für Knogger. Ja. Haben wir aber auch nicht. Schade, wir können ihm keinen Knochen geben. Haben wir nicht. Dann patte ich es ein bisschen. Oh, ist das süß. Hast du schon mit dem gespielt? Nein, noch nicht. Das mache ich jetzt gerade. Das ist total geil. Du wirfst eine TM dahin? Nee, das ist ein Ball. Das ist ein Ball. Echt? Sieht aus wie eine TM. LOL, TM. Ja, so eine Disc halt, was weiß ich. Oh, das ist voll süß. Ich mag dieses Fukano. Das ist toll. Okay, wenn er jetzt die Lady wieder, also ich spreche gerade wieder die Lady an hier, so, hier Fukano schaut wirklich glücklich mit dir aus. Ja. Okay, spiel mit ihm ein bisschen mehr, okay. Aber ich muss halt ehrlich sagen, das ist einfach nur toll. Ich liebe es. Ah, das ist schon nice, ja. Aber ich muss wirklich sagen, das mit dem anderen war ein bisschen schöner. Ich meine, es ist süß, aber... Psyau, das ist einfach nur so toll gewesen. Naja, gehen wir nach oben wieder weg. Okay. So leid es mir tut. Okay, wir werden das doch aufgemacht. Also ihr seht das, was man machen kann. Und wir werden das aufgemacht ein bisschen mit dem Spielen. Das war Fukano als Event bekommen haben. Richtig. Ja. Das ist cool. Das ist echt cool. So, wir haben aber jetzt noch ein paar Sachen vor. In dem heutigen Part. Wir haben wieder einiges abzugrasen heute. Ja. Ich sehe hier linksrum direkt einen Gifloor. Das würde ich gerne. Wo siehst du einen Gifloor? Links rum, dann siehst du das schon. Ich hasse deine Wegbeschreibung total. Wo links? In der Stadt. In der Stadt links rum. Oben. links vom Pokémarkt. Wenn du vom Pokémarkt einfach links rum durchgehst. Dann siehst du ganz am Ende noch einen Gifloor, bevor du da in den Wald rein kannst. Ah, da! Oh! Genau da. Oh Gott. Also, deine Wegbeschreibung hier so. Da links rum ist ein Gifloor. Und Bombe. Die sind Bombe. Es war links rum. Kannst du nicht leugnen. Links rum war richtig. Ja. Es hätte sonst wo sein können. Ja, für einen Tiny Mushroom, super. Ja, links rum. So, wollen wir jetzt erstmal hier raus, Route 6, ein Encounter. Ist Route 6 dann direkt hier links? Ja. Ja, dann auf geht's. Route 6, okay, da ist Adam. Egal, ich will Encounter. So. Mal gucken, was wir bekommen haben. Was hast du? Ein Level 10er Panacon. Ha, interessant, ich habe ein Level 40er Pudox.
Okay. Du meinst, wird zu dem Pudox. Ich weiß. 30 Level drunter. Also das will mich doch verarschen, oder? Du sagst, ja, du hast den großen EP-Teiler, mach was damit. Ne? Genau. Nein, ich sag mal, Pudox. Danke. Pudox ist ja Quiverdance, schön. Pudox ist eigentlich okay. Ja, man kann was mitmachen. Das ist. Pudox ist eigentlich. Absolut nutzlos. Pudox ist eigentlich wirklich okay, also. Ja. Ist ein Gift-Käfertyp. Welches auch Psycho-Attacken lernen kann. So, herzlich willkommen in Box 33, Jesse. Hast du Jesse genannt? Ja. Meinst auch weiblich. Ja. Ich weiß halt aus dem Anime, dass Jesse einen Pudox hatte. Im dritten Gen. Okay. Wir nennen uns nicht durch. Wir nennen was. Keine Ahnung, ich nenne es Wona, fertig. Mir fällt da nichts ein. Okay. Ich habe halt wieder den guten Namen weggeschnappt. Mal eben Fun Fact dazu. Meine Mutter hat zu mir gesagt, wenn ich ein Mädchen geworden wäre, hätte ich Mona gehießen. Okay. Mhm. Nur mal so, jetzt wisst ihr halt auch. Jetzt wisst ihr halt alle. Bin ich auch zum Glück nicht. Zum Glück würde ich ein Oröhnchen. Das Oröhnchen. Mhm. So, auf geht's, ab geht's, Route 5, nächster Encounter, oder? Ich hab mal eben ganz kurz geheilt, ja. Wenn wir hier überhaupt was bekommen. Stimmt, es ist eine Route 5. Oh. Wenn wir hier überhaupt was bekommen. Ja, du weißt, was ich meine, oder? Ja, ich sehe es gerade. Okay, wir kommen ja. Das wird nichts im Moment. Schade. Schade, naja. Aber Safari-Zone? Safari-Zone. Safari-Zone. Das Beste zum Schluss aufheben, ne? Was heißt ja Schluss? Kennst du ein Pokémon namens Chanera? Okay. Mhm. Ich habe gehört, es ist super selten als den Counter in der Safari-Zone. Sag, if you happen to come across a Chan. Okay. 3500. Okay, wenn wir eins bekommen, dann sollen wir zu der hinbekommen und wir kriegen was Schönes dafür. Okay. Das heißt, wir müssen zwei Pokémon holen. So. 3500. Wir haben 800 Schritte. Regel, mal eben ganz kurz. Bei der Safari-Zone kann eine Menge schief gehen, was Encounter angeht. Wir versuchen einfach, egal was kommt, außer es ist Dupes, fangen. Und wenn es entkommt, dann entkommt es halt. Wir versuchen das erste zu fangen. Wenn es entkommt, suchen wir so lange dieses eine Pokémon wieder, bis wir es gefangen haben, oder? Okay, können wir auch machen. So, aber wohin gehe ich? Wohin? Ich will eigentlich schon was Besonderes haben. Ich gehe mal hier zu den Aschefeldern. Oh, die ist zu diesen braunen Dingern. Oh, hier gibt's auch noch. Ich denke, wir können das. Hier gibt's auch Rock. Hier gibt's Steine. Ich glaube, wir können das für uns selbst erforschen, oder? Die Safari-Zone. Ja, aber Encounter meine ich, den Encounter. Wo will ich sie fangen? Das Wasser. Okay. Will ich ein Wasser in? Wasser habe ich genug, aber. Das ist eine Höhle. Okay. Oh, Höhle ist auch interessant. Ich gehe hier in den Aschefeldern. Ich gehe jetzt mal gucken. So, ich habe einen Encounter. Ich habe noch keinen. Was hast du? Was hast du? Oh, nein. Ich habe jetzt auch einen Encounter. Was hast du? Ja, und Kecleon. Was hast du? Ich habe ein Bidifass. Hatte ich nicht schon ein Bidifass? Nein, ich habe ein Bidifass. Und du hast ein Kikleon. Nein. Jetzt haben wir einmal um. Oh. Nein. Oh okay, Mann. Ball. Bidifass. Und das ist direkt drin. Hallo Bidifass, ja. Herzlich willkommen in Team. Hallo Kikleon. So, wie heißt du richtig ungeliebt? Ach der G geht nicht. Punkt. Toll. Echt? Geliebt. So. Unpunkt geliebt. Ich hab halt kein G. Tut mir leid. So.
Oh Mann, ey, Bidi fast. Das ist jetzt aber... Das ist wirklich traurig, muss ich sagen. Ich glaube, zu der Höhle müssen wir. Hier hätte es ein Zwirlicht gegeben. Nein! Freundesball gefunden. Okay, wow, das hat sich sehr gelohnt, hier lang zu gehen. Wo ist denn deine Höhle? Nochmal Zwirlicht. Ach, untenrum. Ist, ich bin unten rumgegangen. Hier ist Strand. Hier kann man surfen. Stimmt. Keine Ahnung, wo wir hier lang müssen. Hier ist dicht. Wow. Toll. Was wäre denn noch gekommen? Jetzt will ich mal eben gucken. Ich hätte noch ein Zwirlicht bekommen. Kangaman als zweites natürlich, ne? Also. Wow. Und ich habe jetzt gerade das dritte Zwirlicht am Stück. Nach dem Bidi-Fass. Oh, Kangama wäre so geil gewesen. Okay, da ist was von Giflor versperrt wird. Kecleon. Das ist ein Labyrinth, okay. Da ist sie verloren. Hier kann man. Kann man hier nicht surfen? Na, schade. Tropius hätte es hier gegeben. Sengo. Ich glaube, ich gehe dann mal. Ich hab grad aus Versehen Sengo gefangen, weil ich zu schnell geklickt habe. Ich glaube, ich gehe dann mal. Ja. Komm auf. Nur, dass ihr Bescheid wisst, Sengo ist mein Lieblings-Pokémon. Ja, deswegen ist es auch im Outro. Pandia, okay. Richtig. Das ist traurig, Mann. Okay, Smogmog, hier wären fucking Smogmog gekommen. Mann, ich hätte dich gefeiert. Oh no. Okay. Das musst du anscheinend fangen. Was? Krass. Was? Da ist so ein Giflor, das dir den Weg versperrt. Ach, wenn es flüchtet, ist der Weg frei. Okay, cool. Wo? Ja, halt untenrum halt. Und ich habe die Höhle gefunden. Also eine zumindest. Da sind zwei Höhlen. The cave is corrupted. Okay. Okay, hier hätte ich gerne einen Encounter gehabt. Das klingt gut. Also hier wären ein paar echt gute Pokémon gekommen, Mann. Ich ja, frage mich, ob es eine Möglichkeit gibt, diese Cave zu purifyen. Bis zur Höhle schaffe ich wohl nicht mehr. Ja, Ding Dong, ja. Purify the cave. Mit was könnte man die Höhle purifyen? Also reinigen. Geht dann... Keine Pokémon. Mit welcher Attacke könnte man eine Höhle reinigen? Ich hab keine Ahnung. Geht das Surfer? Ich hab jetzt auf jeden Fall aus Versehen ein... Hallo? Hallo? Ja, ich hab jetzt ein Pokémon halt gefangen, das ist in Ordnung, so. Hab ich irgendwelche Attacken, die ich einsetzen kann? Das Surfer einsetzen? Nee, kein Surfen hier. Also Zwielicht wäre auch Bombe gewesen. Keine Ahnung, auf jeden Fall hat es geheißen, hier die Höhle zu purifyen irgendwie. Pachirisu wäre hier auch gekommen. Mann, das hätte ich auch gern gehabt. Was muss man hier tun? Schlurp? Schlurp wäre hier auch, okay. Ach, bist du gerade schon wieder rein? Ja, ja. Eieieiei. Nur also ich werde auch nicht alles erkunden können, unten zumindest. Ich muss erstmal den Weg zu dir finden, ey. So viele. Da ist ein Schlurp. Da ist ey, wirklich, Flur. Wir haben die schlechtesten Pokémon bekommen, die es hier gibt, oder wie? Ja, ja. Also, ich fühle mich ja schon so ein bisschen jetzt getrollt, so, ne? So ein klein wenig. Weiß ja nicht, wie es dir geht. Mhm. Aber ich war jetzt auf jeden Fall in der Höhle oben drin. Ich müsste jetzt nur noch wissen, wie man die purified. Okay, ich habe auf jeden Fall keinen Powder mehr, deswegen. Ja, das brauchst du, um in die Höhle oben reinzukommen. Ja, ja, sehe ich, ja. Ich hab das Giflor gesehen. Hier sind die Zertrümmererfelsen. Da kannst du bestimmt... Ja, da kannst du surfen, okay. Das mache ich dann beim nächsten Mal, wenn ich da bin. Dann gehe ich jetzt auch noch ein bisschen gucken. Nee, mach jetzt schon. Smogmog wäre schon echt cool. Habe ich tatsächlich keins getroffen bisher. Nee, das ist bei den Aschefeldern da oben. Wenn es jetzt ein Remoraid gibt beim Surfen, dann würde ich das Remoraid tatsächlich auch noch nehmen für die Entwicklung von Mantis. Ja, ja, sowieso.
Ding dong, Safari Game is over. Natu wäre hier gekommen, okay. Natu wäre auch cool. Okay, das wird wieder teuer. Toll. Dodu. Hier wäre wirklich alles besser gewesen als Leon und Bidi. Wirklich alles. Unglaublich. Funpi, okay. Kriegen Leon und Bidi fast, ey. Ist er wieder da? Ja, Schluck auf ist ja da. Mm. Ah, unschön. Dann, dann, dann. Ah, oh Gott. Ah. Oh Gott. Das wird ein sehr sympathischer Part. Wildes Gifloor, hey. Yay. Okay, was ist das? Ein Hyplo wäre hier gekommen. Du kannst surfen, dann bist du auf, auf einem anderen Island, wo dir ein Ranger den Weg versperrt. Okay. Eine, die sich in Kakori Village geproved haben, können diesen Garten hier betreten. Versuche es damit, dass du gute Taten für die Stadt irgendwie machst. Nebenquest. Ich habe gehört, der Help Plaza ist ganz gut dafür, um Reputation aufzubauen. Boah, ich tät wirklich sagen, da drin bekommen wir noch einen Encounter. Also, falls es da kein Event-Pokémon gibt, nehmen wir das als noch eine zusätzliche Area in der Safari-Zone. Was hältst du davon? Ja, müssen wir mal gucken. Weil Safari ist Safari. Wir haben jetzt leider unseren Encounter. Oh Mann. Ja, aber ich fände das halt tatsächlich so als extra Garten, den man erst später freischaltet quasi. So als Bonus. Das können wir noch oft mal ausdiskutieren. Bist du immer noch bei Safari-Zone? Okay, du bist noch bei Safari-Zone, okay. Ja, ich bin noch in der Safari-Zone. Ich sortiere jetzt erstmal hier aus, weil wir haben hier noch ein bisschen was zu tun. Wir wollten ich klicke immer Ball werfen gerade. Ich bin echt, ist super. Weil wir wollten eigentlich noch was machen. Richtig, wir wollten noch ein paar Dinge machen. Unter anderem wollten wir noch zu der guten Dame zurück. Die, genau. Wie viele Schritte habe ich denn noch? Ich habe noch 409 Schritte, Oren. Dann speede mal, mein Freund. Plus. Speeden. Yay. So, jetzt bin ich auch. Okay, ihr werdet sehen, was ich meine. Was? Im Video wird klar, was passiert ist bei mir gerade. Ja. Okay. Ich kann das nicht gut erklären. Pudox gar nicht mal so übel mit Toxin, Bugbuzz, Project und Protect und Quiverdance. Das ist gar nicht mal so schlecht. Hätte ich gerne jetzt so einen Pudox, aber meins muss erst hochtrainiert werden. Ja, und halt, ja. Kecleon. Kecleon. Boah, wir müssen auch noch einen Scharnierer hier drin fangen, ne? Irgendwann mal. Ja, das machen wir aber off-cam irgendwann. Also, das... Das wird auf jeden Fall off-cam geschehen. Hier gäbe es Ultrigaria übrigens. Schön. Wiggle. Wiggle! Wiggle! Ach. Die Rafarik habe ich gerade eins gesehen. So, ich gucke mir mal die Quests hier an. Okay. Ich habe das Gefühl, die werden nicht gerade einfach... Wie komme ich da hin, Mann? Wie kommen wir da hin? Wie kommt man da hin? Speed mal ein bisschen. Wir haben nicht mehr allzu viel. Ding-dong. Ja, ja, ich habe ja gespeedet. Mensch. Ist ja nicht so, dass ich nicht gespeedet habe. Ach, Mensch. So, ich gehe erstmal zu der Dame zurück. Hier in dem Haus. Lihallo, Hallöchen. War eine schöne Erfahrung. Warum nimmst du nicht das hier als Danke? Ein Destiny-Not. Ein Phantomknoten. Okay. Ich sag da mal nichts zu. Ich sag da mal nichts zu. Wer es nicht kennt, ist es kein besonders gutes Item. Ja. So. Ich sag da mal. So. Wollen wir die erste Nebenquest einfach mal machen jetzt noch in dem Part? Ja, ne? Ja. Oder wollen wir alle Nebenquests in den nächsten Part machen einfach? Wir werden nicht alle schaffen. In einem Mal. So. Wir haben die anderen auch alle in einem Mal gemacht.
Na, ich glaube nicht. Lass Building Bridges machen. Jetzt so schnell noch als Abschluss vom Part. Ich denke, Building Bridges warum? Ist das mit dem Strepoli und so. Ja, aber warum nicht nach Reihe? Weil ich absolut keine Ahnung habe, wie die anderen aussehen. Aber Building Bridges klingt nun mal nach dem Strepoli. Da kann man direkt hin. Wir wissen alle nicht, was... Ja, komm, lass Building Bridges machen. Ja. Kriegst du ja deinen Willen. Ja, wunderbar. Ja, meine Pokémon hören nicht auf mich, könnten ein starker Trainer mir helfen. Bist du annehmen? Ja. Genau, das ist der. Das ist der Typ, wo wir hin müssen. So, wie sieht das Pokémon-Team aus? Habe ich das jetzt angenommen? Ich muss nochmal ganz kurz ins Poké-Center und dann können wir sofort dahin. Ja. Ich bin mir... Wieso gehe ich an die Box? Blöd. Ja, ich bin gerade so ein bisschen... Hui! Die Drogen möchte ich auch haben. So. Mal gucken. Auf geht's. Ich denke mal, wir müssen erst mit dem Typen da sprechen. Das kann durchaus sein. Okay. Nee, der sagt dasselbe. Okay, dann gehen wir direkt zu Strepoli. Hallo. Nö. Ah, bist du hier wegen meiner Help-Request? Wo? Danke dir sehr. Wenn du mit dem Typen nochmal redest. Im Haus. Könntest du bitte mit Gurdor reden? Er ist im Yard direkt hier neben dir. Bei mir tun die nichts. Hast du die Quest angenommen? Ja. Jetzt habe ich Gurdo angesprochen. Gurdo, könntest du dich bitte beruhigen? Und jetzt ist er rausgekommen und redet mit mir. Das Business leidet. Dudu. Das ist der mit dem gelben Helm auf drin im Haus. Ja. Nichts außer einfach nur rumzusitzen, nichts zu tun. Was zum? Greif mich nicht an. Und dann rennen sie weg. It's a bridge so, head to the western part of the jungle. Ich bin da nochmal hingegangen, jetzt renne ich nochmal zurück, weil ich habe ja nichts Besseres zu tun. Ja. Ja, jetzt sagt er ja, okay, ja, jetzt triggert der mal. Ja. Also ist auf jeden Fall weggerannt, das alles. Wir müssen dann. Ah, ich sehe schon. Sag dann Bescheid. Wo siehst du es denn? Mitten auf der Brücke. Ah, da, ich sehe es ja. Okay. So, Gurdur. Genug davon, Gurdur. Wenn ich benehmen kannst, dann werde ich. Du hast Arbeit zu tun, Gurdur. Oh, die Musik. Gurdur. Die Musik ist hier, Ultra Necrosma von 7. Yep, das ist right. Gurdur, feel the rage brewing. Das ist das Timbur, das redet. Hä? Warum spricht das? Ja. Not the Timbur. Dieser Man hat dich gezwungen, all die Arbeiten, all diese harte Arbeit zu tun. Er hat dich all das machen lassen mit geringer Bezahlung und... Keinen Pausen. Während er einfach rumgestanden hat und einfach nichts getan hat. Definitely not the Timber. Und am Ende hat er einfach den Kredit, also die Lorbeeren dafür eingestrichen für deine Arbeit. Lass deine Wut brauen und lass sie explodieren. Was? Oh, Gurdur! Meistergriff, Konkeldur. Okay, toll. Ja, wir kämpfen gegen Meistergriff. Super. 6 Pokémon. Super. 6 Pokémon. Level 25, Level 35. Das 25er würde ich wirklich stehen lassen. Ja, ich gebe ein Erdbeben ran. Ich habe im Walkout einen Warlord vorne, also. So, 25er mit Toxin und Airslash wird zu einer Pflanzenattacke, aber das ist in Ordnung. Blum. Ja.
Okay, zum Schluss hier nochmal Action. Zum Schluss hier nochmal Action, sag ich. Ja. So, die beiden schon mal besiegt. Oh, da kommt direkt Meistergriff. Oh! Level. Das willst du nicht wissen. Oh oh. Wenn du das so sagst, will ich das nicht wissen. Das willst du nicht wissen. Oh, das muss ganz schnell weg. Jorn. Ich habe jetzt einen 45er. Das wird immer schlimmer. Vertrau mir. Das wird immer schlimmer. Walks Night. Nein, das war's mit Emolga, definitiv. Oh. Oh Gott. Nein. Orin, du machst mir Angst. Fokus Panache. Okay. Zweites Timbur besiegt. Okay. Weiter geht's. Also ich bin definitiv schneller als ein Conkeldurr. Ich bin jetzt schon plus 2. Außer das ist jetzt Level 90 oder so. Wäre vielleicht ein bisschen kritisch. Ja, nee, 90 ist es nicht. Ach, nur 75. Ja. Das geht erst ja. Toxin. Das geht ja, damit komme ich klar. Ja. Wie schneller? Ja, ich bin schneller, Toxin. Bam, Conkeldurr Level 75 mit Toxin erstmal vergiftet. Ich werde es nicht schaffen, ne? Das rasiert mich. Kann ich mir gut vorstellen, das ist halt, ja. Conkeldurr flincht. Ich hab's gerade geflincht. Ich schaff den Kampf, Orin. Ich nicht. Da kommt auch noch ein 65er Praktibalk, ne? Also. Das ist aber 30 Level drüber. Das ist eine Falle. Ja. Klar ist das eine Falle. Ich meine, ich werde es zwar schaffen, aber es ist trotzdem eine Falle. Und ihr werdet halt bei mir sehen, was dann noch danach kommt. Ich habe halt das Glück, dass ich ein Pokémon mit Toxin drin habe, ne? Deswegen gehe ich da auch durch. So, erst ist mir auch egal, ob da noch ein 65er kommt. Jetzt wird Ditto erstmal zum Meistergriff. Ja, super. Ja. Da siehst du zumindest die Attacken von dem. Kann man mal machen, ne? Ich hab's schon wieder geflincht. Nee, sehe ich nicht, weil direkt ein Fokus-Puncher bekommt. Ah, doch, es überlebt mit so einem Fitzel, okay. Ey, ich hab's gerade zum zweiten Mal hintereinander geflincht, das 75. Okay, es kann Rock Slide, Ice Punch, Thunder Punch und Brick Break. Das ist eigentlich ein gutes Set, ne? Das ist böse, das Teil. So. Zeigt mir mal, was ihr noch so drauf habt. Okay, jetzt hat aufgewacht. Oh nein. Geh weg. Das war's mit Du musst wirklich das 25er stehen lassen und dich auf die anderen konzentrieren. Ah, toll. Ja. Meistergriff aber, 75 besiegt. Aber ich hab's fast gehabt, ne? Also. Das ist doch schon mal ein Anfang. Ja, aber ich habe das Level 75er Meistergriff da und das Level 65er Praktibike direkt. Und da war mein Problem gerade. Ein bisschen unschön, ja? Ja. Boah, das setzt Focus Punch ein, das eine. Ja. Praktibike. Das 65er. Ja. Warum sagst du mir das? Bei mir die ganze Zeit. Dann hätte ich das gefokust, das Ding. So. Gut, jetzt habe ich nur ein Toxin auf das eingesetzt. Das ist unschön. Das andere setzt Steinkante ein. Oi. Ja gut, das war's dann mit Serapendra. Hier kommt der Focus Punch. Ich glaube, das war's mit Ohafnir. Nein, Ohafnir überlebt. Okay, das ist gut. Das ist sehr gut. Ich spiele zum Trost ein bisschen mit dem Vulcano. Ja, bei mir ist das erste Pokémon besiegt worden. So, wie machen wir weiter? Drück eine Nature Power auf das Ding, das ist eh tot. Und da kommt noch ein Air Slash auf das 65er. Das 65er muss angechippt werden. Das ist wichtig. Und es soll seinen Fokus verlieren. Die setzen beide Focus Punch ein. Okay. Ist in Ordnung. Kann ich mit leben.
Ich meine, die werden halt in ihrem Fokus-Punch unterbrochen, ne? Wenn du sie einmal triffst, ich oder? Ich weiß, ja, die werden einmal unterbrochen. Dann ist es mir relativ wumpe, ob sie jetzt ihren Fokus-Punch einsetzen oder nicht. Hehe. So, hat seinen Fokus verloren, ganz genau. So, und jetzt kommt, glaube ich, nur noch eins. Und dann habe ich alle. Toll. Er tut mir leid. Nee, das ist schon das Letzte. Das ist schon das Letzte. GG. Ich habe ein Pokémon verloren. Das Ding hat mich komplett gerippt, Mann. Nachvollziehbar. Ich hatte halt, wie gesagt, das Glück, dass ich Toxin hatte und ein schnelleres Pokémon, das flinchen kann. Und auch zweimal flincht. Konkeldur, ich kann verstehen, dass du böse auf mich bist. Aber, und dass du halt eben genug Gründe hast, wirklich böse auf mich zu sein. Ich habe rumgesessen, habe nichts getan, während du all die Arbeit gemacht hast. Ich habe euch wirklich keine Pause gegönnt und die Lorbeeren dafür, was ihr getan habt. Und das war halt falsch von mir. Wir gucken in der Zwischenzeit mal, was noch auf Route 6 gibt, einfach mal so. Ja, mach mal weiter. Krabbi. Wenn ihr zurückkommt und für mich arbeitet, ich verspreche euch, es wird anders sein. Lass uns eine Brücke bilden, bauen und nicht nur eine greifbare, sondern auch eine mentale. Weil selbst auch wenn wir zusammenarbeiten, sehe ich euch wirklich als meine Familie an. Also werdet ihr mir helfen, bitte? Oh, das ist toll irgendwie. Irgendwie ist das toll. Oh, er ist wirklich froh, das zu hören. Wow, wow, wow. Hör mal auf. Du gibst einfach auf nach dem, was er gesagt hat. Nach allem, was ich gesagt habe. Bist du wirklich so schwach? Konkeldur. Tja, du bist so ein nutzloses Pokémon. Okay, wer ist das? Hallo? Und wer denkst du, wer du bist? Einfach mit Team AA dich einzumischen? Heißt einfach nur, Probleme für dich in der Zukunft. Wir werden dich beobachten, Furora. Wir sind wirklich angewidert von dir. Okay. Hör auf, Help-Requests anzunehmen und kümmere dich um deinen eigenen Kram. Wir können es nicht erlauben. Wir werden es nicht erlauben. Team Anti-Assist. Oh Mann. Was? Misch dich weiter mit diesen ignoranten Narren ein und du wirst you will be answering to us next time. Und du wirst uns nächstes Mal Rede und Antwort stehen müssen. Ich kann nicht wirklich sagen, dass ich wirklich verstanden habe, was gerade passiert ist, aber Konkeldur und ich werden die kaputte Brücke reparieren. Also, ja. Danke. Please meet us there. Bitte triff uns dort. Ich weiß wo. Und das ist ein Event-Pokémon für mich. Wettig. Ja, mach erstmal. Also Route 6 wäre noch ein Krabbi gekommen. Route 6, kannst du da überhaupt weitergehen in irgendeiner Art und Weise? Nein, aber da wäre noch ein Krabbi gekommen. Also in den hohen Gras. Wo wir Pudox gefangen haben. Sehr gut. Ja, cool. Krabbi. Ja, nee, nicht cool. Wir haben kein Krabbi. Sag mal, wo die Brücke kaputt war. Ich hab das noch im Kopf, aber wo? Ach so, ja. Ich hoffe, da kommt jetzt nicht noch ein Kampf und noch so Zeugs. Ja, weil ich möchte langsam mal den Part beenden. Guck mal auf die Uhr. Bitte. Ja, nicht mehr. Ich bin so neu. Komm, da ist übrigens das Oberin. Ja, wir können den Part beenden an der Stelle. Wir sehen das dann nächste Folge, Leute. Du bist fertig? Gut. Alles klar. Fertig, ja. Gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen und euch noch einen schönen Tag. Beim nächsten Mal werden wir noch ein paar Sidequests machen und dann geht's weiter mit der Story. Einige. Alle. Genau. Bis zum nächsten Mal. Euer Aurich. Bis zum nächsten Mal.